Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Lübbenau TV, Ihrem Stadtmagazin im Spreewaldfernsehen und im Internet. In unserer heutigen Sendung sehen Sie wie immer einen Rückblick auf die letzten Monate. Wir waren zu Besuch bei unserem Bürgermeister Helmut Wenzel. Wir machen einen kleinen Ausflug zum Spreewald- und Schützenfest mit dem Kahnkorso. Und warum ich hier im feinen Zwirn auf dem Sportplatz in Großbeuchow stehe, das verrate ich Ihnen im Anschluss. Aber zuerst einmal, wie immer am Anfang, unsere Kalenderblätter. Im Winter zieht es nur wenige Menschen in die freie Natur. Es ist kalt, die Tiere halten Winterschlaf und bunte Wiesen gibt es auch nicht zu bestaunen. Die Natur hat uns in diesen Tagen scheinbar wenig zu bieten. Doch der Schein trügt. Denn vielerorts ging es auf Kufen durch den vereisten Spreewald. So manch ein Schlittschuhläufer startete in Boblitz und über Lübbenau-Leipe und fuhr auf Kufen weiter nach Radusch. Bis auf die Wehre sei alles problemlos zu bewältigen gewesen. In den Häfen trafen sich viele Kinder zum gefahrlosen Gleiten mit und ohne Kufen oder mit und ohne Schlitten. Ein besonderes Dankeschön erwartete die Bürgerinnen am Weltfrauentag in Lübbenau. Landtagsabgeordnete Roswitha Schier, Landrat Sigurd Heinze und Bürgermeister Helmut Wenzel würdigten die Frauen der Stadt zu ihrem Ehrentag vor dem Rewe-Einkaufsmarkt und im Seniorenpflegeheim Spreemöwe mit 100 Rosen und einer süßen Zugabe. Der Internationale Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag, Internationaler Frauenkampftag oder Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen wird. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. 4 Wochen vor Ostern war es wieder soweit. Über 40 Ostereierkünstler machten sich auf den Weg nach Lübbenau, um bei der Ostereiermesse im Spreewaldmuseum ihre kunstvoll gestalteten Ostereier zu präsentieren. Die größte Ostereiermesse im Spreewald verwandelte am 3. und 4. März das Museum zum bunten Marktplatz für traditionelle sorbische Ostereier. Die Gäste konnten den Ostereiermalern über die Schultern blicken, während vor Ort filigrane, detailreich gestaltete Eier entstanden, mit ihnen ins Gespräch kommen und individuelle Arbeiten direkt von den Künstlern erwerben. Mit dabei waren Künstler aus dem Spreewald und der Niederlausitz, aus Sachsen, Brandenburg und Berlin. Von der farbenfrohen Wachs-Bossiertechnik über die klassische Wachs-Batik-Technik und die eher seltene Kratz- und Ätztechnik konnten die Gäste in Lübbenau alle klassischen Verziertechniken finden. Jeder Künstler hat seinen eigenen Stil. Von modernen Mustern und Techniken bis zu Elementen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, ist alles dabei. So ist jedes Osterei ein einzigartiges Kunstwerk. Postkahn, einmalig in Deutschland. Die Post kommt mit dem Spreewaldkahn. Und weil auch die Pressestelle der Deutschen Post um diese Einmaligkeit weiß, lädt die jährlich Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen zur Saisoneröffnung in das Spreewalddorf Wede. Am 5. März startete Andrea Bunar in diesem Jahr ihre Saison als Kahnzustellerin und wird bis Ende Oktober tausende Pakete, Briefe und Päckchen mit dem Kahn zu ihren Kunden bringen. Dass sie nebenbei Touristenattraktion und beliebtes Fotomotiv ist, stört Deutschlands einzige Zustellerin auf dem Kahn nicht. Sie liebt ihren Job an der frischen Luft und in der Natur. Ihre Kunden lieben Andrea Bunar. Und eins ist ganz sicher, bei über 1000 gestarkten Kilometern pro Saison spart sich diese Briefträgerin garantiert den Jahresbeitrag fürs Fitnessstudio. Die Tage der noch unsanierten 5 Brückenbauwerke entlang des Europa-Wanderweges E10 bei Lübbenau sind gezählt. Bereits ab dem Jahr 2019 sollen diese umfangreich modernisiert werden, um die Qualität der besser als Gurkenradweg bekannten 7 Kilometer langen Radstrecke weiter zu erhalten. Möglich machen es rund 1,5 Millionen Euro, die Bund und Land zu diesem Zweck zur Verfügung stellen. Beantragt wurde das Geld
gewählt, stellvertretend durch den Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Am 17. April überreichte Landrat Sigurd Heinze einen entsprechenden Fördermittelbescheid an Lübbenaus Bürgermeister Helmut Wenzel. Angedacht sei, die in die Jahre gekommenen und aufgrund ihrer Holzbauweise dauerhaft nicht standsicheren Brückenbauwerke abzutragen und diese durch neue zu ersetzen. Dabei setze die Stadt als Baulastträgerin mit Blick auf Instandhaltungsaufwand und Statik und wie andernorts bereits praktiziert auf einen Unterbau in Stahl-Betonbauweise. Um die typische Charakteristik der Bauwerke zu erhalten, werde der Oberbau der Brücke mit Holz verblendet. Bereits im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten entlang der beliebten Radstrecke beginnen, stellte das Stadtoberhaupt in Aussicht. Vom 20. bis 22. April fand zum 16. Mal der Spreewald-Marathon statt. Beim Laufen, Radfahren, Walken, Wandern, Paddeln und Inlineskaten war für jeden etwas dabei. Laufen, Radfahren, Walken, Wandern, Paddeln und Inlineskaten. Diesen Sechskampf gibt es nur im Spreewald. An diesem Wochenende herrschte in Lübbenau, Lübbenburg und Straupitz wieder ein Gewimmel im Wasserlabyrinth. 10.615 Voranmeldungen waren für den Spreewald-Marathon registriert. Das sind 411 mehr als im Vorjahr. Und da waren 12.216 Teilnehmer bei den verschiedensten Wettbewerben dabei. Wobei das im Spreewald fast die falsche Bezeichnung ist. Denn hier stehen weniger der Wettkampf als vielmehr das Mitmachen und Freude haben im Vordergrund. Städtebauförderung. Der bundesweite Aktionstag fand 2018 bereits zum vierten Mal statt und informierte Bürger, die Stadt- und Zivilgesellschaft sowie die Fachöffentlichkeit über aktuelle Strategien und Maßnahmen der Städtebauförderung. In Lübbenau waren alle Interessierten eingeladen, sich am Samstag, dem 5. Mai, das Bauvorhaben Außenanlagen Kita Findus in der Alexander-von-Humboldt-Straße anzuschauen. Egal ob groß oder klein, von 10 bis 14 Uhr konnte hier jeder die mit Hilfe der Städtebauförderung neu gestalteten Außenanlagen und Spielflächen der Kita Findus besuchen und vor allem selbst ausprobieren. Für die Kinder gab es ein buntes Programm und im Gebäude der Kita Findus eine kleine Ausstellung zur Entstehung der neuen Außenanlagen und Anschauungsmaterial zu weiteren von der Stadt Lübbenau geplanten Bauvorhaben im Bereich Kinder-, Jugend- und Sporteinrichtungen. Rezertifikation. Der Landesfachbeirat für Kur- und Erholungsorte besuchte am 3. Mai die Spreewaldstadt Lübbenau. Seit 1998 ist Lübbenau staatlich anerkannter Erholungsort und alle 10 Jahre besucht der Landesfachbeirat zertifizierte Orte und kontrolliert die Berechtigung des Titels. Nach einer umfangreichen Präsentation im Rathaus besichtigten die Spezialisten die Lübbenauer Alt- und Neustadt und zeigten sich von Lübbenau auch bei ihrer zweiten Besichtigung begeistert. Die Stadt hat sich sehr professionell präsentiert, hat einen überaus guten Eindruck hinterlassen, sehr vielfältig Maßnahmen dargestellt für die Stadtentwicklung in der vergangenen Zeit und auch für die Zukunft. Und ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass auch das Zusammenspiel zwischen Tourismus und allgemeiner Stadtentwicklung eine große Rolle spielt im ländlichen Raum. Brand Lübbenau. Aus ungeklärter Ursache ist am Samstag, den 16. Juni in Lübbenau, die Lok eines Güterzuges in Brand geraten. Wie die Deutsche Bahn AG mitteilte, wurde die Strecke zeitweise gesperrt und ein Busersatzverkehr eingerichtet. Die Lausitzer Rundschau berichtete, dass seit 8.35 Uhr ein Güterzug auf einem Gleis in Lübbenau stand, weil es zu einem Brand gekommen war. Der Lokführer sei medizinisch betreut worden, da er Brandgase eingeatmet hatte, so die Zeitung weiter. Trotz einer schnellen Löschung des Feuers durch die Lübbenauer Feuerwehr entstand ein erheblicher Sachschaden an der Lok. Ernsthaft verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand und schon wenige Stunden nach dem Einsatz wurde auch die Strecke wieder für den Zugverkehr freigegeben. Naturhafen Leipe.
Auch das Spreewalddorf Leipe ist ein Ortsteil der Stadt Lübbenau. Und so kam es, dass Bürgermeister Helmut Wenzel und Vertreter der Stadt Lübbenau nach Leipe kamen, um den frisch sanierten Hafen wieder seiner Bestimmung zu übergeben. Nachdem mehrere Hochwasser und der Zahn der Zeit dem Hafen arg zugesetzt haben, wurde das Leiper Kleinod mit Mitteln des Landes Brandenburg und der Stadt über 5 Monate lang umfangreich saniert. Auch die alte Schule in Leipe, heute Gemeindehaus, wurde nach umfangreicher Sanierung wieder an die Leiper übergeben. Ebenfalls mit Fördermitteln vom Land und mit Unterstützung der Stadt. Im Rahmen der Sanierung entstanden 3 Ferienwohnungen, die seit Saisonbeginn an Spreewaldtouristen vermietet werden. Wenn Sie also Lust auf ein schönes Wochenende in Leipe haben, können wir das frisch sanierte Leiper Gemeindehaus nur wärmstens empfehlen. Da seid ihr endlich! Seit Monaten, seit Jahren warte ich hier auf euch, bis ihr endlich mal kommt. Die Premiere steht bevor. Tja, meine Damen und Herren, Sie haben es natürlich erkannt. Egon Olsen von der berühmten Olsen-Bande kommt wieder nach Großbeuchow. Und neben mir steht Matthias Hertig, Regisseur, Stückeschreiber und Schauspieler. Und ich frage mal nach, Herr Hertig, was gibt es denn dieses Jahr mit der Olsen-Bande für die Zuschauer zu erleben? Naja, es gibt den zweiten Teil der Olsen-Bande, das heißt neue Streiche, neue Pläne, das heißt ein großer Plan von Egon, den er hat, und natürlich wieder Verwicklungen ohne Ende, Yvonne und der Börge, es ist eine Konfirmation, die ins Haus steht und ganz schwierige Sachen, eine Verlobung hat stattgefunden, währenddem Egon im Knast war. Also das Übliche an Zutaten und natürlich mit viel Musik und mit Tanz und mit sehr guten Schauspielern, die dann die Olsen-Bande geben, zum Beispiel der Egon. Bloß mit dieser blöden Alarmanlage. Finger weg! Und kehrt den Rasierschrauben. Ui, ui. Donnerwetter, Menschenskind, Ego, und das fällt ein. Du! Kiste da aufkriegen. Immer schön senkrecht bleiben, Harry. Hallo, Fans. Ihr seid ja auch schon alle da. Verdammt nochmal, Harry. Benny, du hast ihm doch nicht etwa... Was? Ich? Nein, kein Sterbenswörtchen. Hör auf zu lügen. Du hast gesagt Treffpunkt Locus. Und da war ich ganz einsam und hab auf euch gewartet. Hinaus mit diesem Subjekt! Harry, vielleicht ein andermal. Versprochen ist versprochen! Aber Egon will dich hier nicht sehen. Egon! Dieser Dreckskerl! Glaubt der vielleicht, er kann den Schrank da aufmachen? Nie! Nie im Leben! Lass mich mal! Schaff diesen Kerl aus! Ja, schaff diesen Kerl hier weg!
Ja, ja, Harry, komm, sei vernünftig. Du musst jetzt gehen. Das ist Egons Job. Egons Job? Das Ding ist wohl sein Geldschrank, oder was? Lass mich mal. Weg da, Platz. Dreckskerle. Ganz ruhig bleiben. Ja, und am 13. Juli 19.30 Uhr geht's ja los mit der Premiere der Olsenbande. Letzte Vorstellung dann der 2. September. Wo können die Zuschauer Karten sich kaufen und wie viele Vorstellungen gibt es? Ja, es gibt insgesamt 15 Vorstellungen. Davon gibt es 3 am Nachmittag, 3 Sonntagsvorstellungen. Die gehen 16 Uhr los, alle anderen 19.30 Uhr. Karten gibt es natürlich in der bunten Bühne. Es gibt auch welche an der Abendkasse und ansonsten im Spreewiese-Center gibt es Karten und in der Tourismusinformation in der Altstadt. Vielen Dank, Herr Hertig. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie besorgen sich sofort einen Plan hier für die Mehrzweckhalle in Großbeuchow und dann die Karten an den Vorverkaufskassen. Und jetzt folgen Sie mir am besten in das Büro des Bürgermeisters. Das ist Lübbenaus Bürgermeister Helmut Wenzel bei der täglichen Arbeit hinter seinem Schreibtisch im Rathaus der Stadt. Und wenn man so viele Termine hat wie unser Bürgermeister, verfliegt die Zeit oft schneller, als einem lieb ist. Auch 2018 feierte in den letzten Tagen Bergfest und genau aus diesem Grunde besuchten wir Bürgermeister Wenzel und fragten, was denn im ersten Halbjahr 2018 in Lübbenau alles so passiert ist. Ja, wie in den letzten Jahren auch, haben wir ein relativ großes Investitionsvolumen, was wir absichern wollen, unabhängig der schwierigen Bedingungen, die sich momentan auf dem allgemeinen Markt abspielen, dass die Preise sich nach oben entwickelt haben, weil die Bauindustrie überall gut mit Aufträgen gefüllt ist. Dennoch ist es uns gelungen, alle großen Infrastrukturprojekte auch Angebote zu bekommen, die sich auch in der Umsetzung befinden oder noch realisiert werden sollen. Und im ersten Halbjahr, wir haben also am Gemeindehaus im Leipe, konnten wir fertigstellen, wir konnten im Hafen Leipe fertigstellen. Wir haben die Kita Wichtel, sag ich mal, an den Markt gebracht und für eine neue Einrichtung gesorgt. Und ein großes Infrastrukturprojekt befindet sich in der Neustadt, was kaum jemand wahrnimmt. Das ist das Regenrückhaltebecken, wo wir ein zusätzliches Stauvolumen geschaffen haben als ersten Abschnitt. Und im zweiten Halbjahr wird jetzt ganz konkret das alte Betonbecken saniert und in Ordnung gebracht. Das hängt maßgeblich zusammen, dass natürlich auch veränderte klimatische Bedingungen haben und wenn es zu starken Niederschlägen kommt, natürlich auch, die man nicht beeinflussen kann, oft ganz lokal und örtlich Betroffenheit vorhanden herrscht und insoweit wollen wir da vorbereitet sein. Wir haben auch, was die Wiederanstieg des Grundwassers betrifft, die Neustadtgraben soweit fertiggestellt, die eine wichtige Maßnahme, die in diesem Komplex hineingehört. Und befinden uns momentan auch gerade bei der Fertigstellung des großen Brückenbauwerks in der Gemeinde Leipe, ein wichtiges Bauwerk im Zuge des Wanderweges Lübbenau nach Leipe. Neben der Fertigstellung des Regenbeckens, was erwartet denn die Lübbenauer und ihre Gäste in der zweiten Hälfte des Jahres 2018? Ja, einige Baumaßnahmen sind noch im Fluss. Dazu zählt zum Beispiel auch die Bergstraße, die wir Ende August fertigstellen möchten. Wir haben gerade in der letzten Woche ein Richtfest feiern können am Feuerwehrdepot und Gemeindehaus in der Gemeinde Hindenberg. Dort wird ein multifunktionaler Anbau derzeit getätigt, der soll zum Jahresende fertiggestellt werden. Ein gleiches Vorhaben befindet sich auch in der Gemeinde Kleinranden. Auch dort wird am Feuerwehrdepot verbesserte Bedingungen geschaffen mit Umkleide und Duschen und einem Versammlungsraum, der für die Feuerwehr, aber auch für die Gemeindearbeit sehr wichtig sind. Dann befinden wir uns natürlich mit einer großen Baumaßnahme in unserem Spreewaldenbad, was ja seit Ostern geschlossen ist. Dort intensive Arbeiten, nicht nur die Erneuerung der Pinguinanlage mit der größten Scheibe, die in Europa hergestellt worden ist, sondern auch im Innenbereich werden sehr viele Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, Fliesen werden erneuert. Derzeit befinden wir uns wirklich in einer sehr komplexen Baumaßnahme und das ist ein sehr ambitioniertes und sportliches Unterfangen.
das Bad möglichst bis Ende September wieder an den Markt zu bringen. Parallel dazu wissen viele, dass unsere Spreewelten GmbH ein Apartmenthotel baut. Und die Stadtverordnetenversammlung hat erst in der letzten Sitzung beschlossen, dass wir auch den vorderen Platzbereich einschließlich der Straße in der Huttung zu einem verkehrsberuhigten Bereich umbauen, eine Platzsituation schaffen, sodass der Gast und die Bürger und Bürgerinnen, die da leben, sich auf einem gestalteten Platz befinden können, dass auch die Gäste auf das Bad und das Hotel schon einstimmen soll. Parallel dazu sind wir in der Planungsvorbereitung zur Umsetzung unseres Schulentwicklungskonzeptes. Das ist ja durch die Stadtverordnetenversammlung Anfang des Jahres abschließend bestätigt worden. Auch die Schuleinzugsbereiche sind jetzt bestätigt worden. Da befinden wir uns in der intensiven Vorbereitung, um zum Schuljahresbeginn 2019/20 die ehemalige Oberstufenzentrum für das Jena Planhaus fertiggestellt zu haben, einschließlich der Turnhalle, die da nebenan sich befindet, die auch umfangreich saniert werden soll. Und wir sind derzeit auch dabei, die ehemalige Kita Diesterweg wieder in den Betrieb zu nehmen, weil zusätzliche Kita-Plätze in Lübbenau dringend benötigt werden. In vielen Bereichen gibt es also viel zu tun. Da sind unsere Mitarbeiter gut unterwegs und die sogenannte Sommerpause, die von der Stadtverordnetenversammlung jetzt eingetreten ist, wird natürlich intensiv genutzt, um diese wichtigen Infrastrukturmaßnahmen auf den Weg zu bringen, sodass ein Großteil bis zum Jahresende auch fertiggestellt werden kann. Tja, liebe Zuschauer, Sie sehen, in Lübbenau ist viel los, viel wird getan. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Aber wir wollen Sie nicht vorher entlassen, bevor wir nicht noch einmal gemeinsam das Spreewald- und Schützenfest mit dem Kahnkorso besucht haben. Also hier ein paar Impressionen von diesem Fest. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns wieder hier in Großborchow in der Merzbeckhalle zur Olsenbande. Bis dahin kommen Sie gut über die heißen Sommertage. Ihr Matthias Gräubner. Hoch, legt an. Gebt Feuer. Jedes erste Juliwochenende lädt die Spreewaldstadt Lübbenau zum großen Spreewald- und Schützenfest. Und das in diesem Jahr bereits zum 48. Mal. Beliebt bei Lübbenauern und Touristen verwandelt sich Lübbenau dann zu einer einzigen Fest- und Flaniermeile mit einer donnernden Eröffnung, dem Einzug der Schützen in die Stadt. Bunten Märkten wie dem Spreewälder Gurkenmarkt, einem tollen Bühnenprogramm und natürlich nicht zu vergessen dem sonntäglichen Kahnkorso. Seit über 20 Jahren sind wir mit der Kamera für Sie vor Ort und haben auch in diesem Jahr einige Impressionen für Sie eingefangen. Mit diesen bunten Bildern möchten wir uns von Ihnen verabschieden und wünschen Ihnen viel Spaß bei unserem Bummel über das Spreewaldfest 2018.